damit ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Serie. Wie versprochen, ab dem 1. November wird das Ganze hier stattfinden und ich nenne es Good Old Times. Und falls ihr bei den Videos ganz vorne in den Klammern GOT seid, das dafür steht Good Old Times, das heißt, diese Videos beziehen sich auf diese Serie, bloß damit ihr Bescheid wisst, nicht, dass da irgendwelche durcheinander gekommen. Nicht, dass da irgendjemand durcheinander kommt. Auf jeden Fall fangen wir diesen Monat an mit SimCity 4 Deluxe. Das Ganze wurde sich gewünscht von dem lieben Yoshi, aber falls ihr das Infovideo gar nicht gesehen habt, für was wir das überhaupt machen, ja. Und zwar an einem Abend in einem Stream hat der liebe Yoshi die alte Musik von SimCity 4 verwendet und da sind wir beide auf die Idee gekommen, dass wir eine neue Serie starten und zwar alte Spiele wiederbeleben. Ich habe auch schon ein paar andere Spielvorschläge gehabt und das Ganze soll einen Monat lang laufen, so etwa 2 bis 3 Videos pro Woche. Wie gesagt, vorne im Titel mit GOT bezeichnet. Ja, am Ende, oder besser gesagt in der letzten Folge des jeweiligen Monats, gibt es dann unten in der Beschreibung eine Abstimmung, und zwar darüber, ob dieses Spiel fortgeführt werden soll oder ob ein neues Spiel in den nächsten Monat küren soll. Das heißt, ihr habt die volle Berechtigung. Das heißt, ihr entscheidet alles bei dieser Serie. Wenn ihr das Spiel nicht mögt oder sonst irgendwas, dann spielen wir ein anderes einen Monat lang. Aber falls euch das irgendwie so gut gefällt und ihr das weitersehen möchtet oder mehrere Leute, dann werden wir das den nächsten Monat spielen. Das läuft jeden Monat so. Ich hoffe, ich kann es so einhalten. Und wie gesagt, wir fangen an mit SimCity 4 Deluxe. Ich habe in dem Infovideo eine kleine Umfrage gemacht. Ja, und die Umfrage hat ergeben, dass wir dieses Mal wirtschaftlich spielen. Es war sehr, sehr knapp 5-4 Stimmen. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr knapp. Und wer weiß, vielleicht denken wir weiter und wir sagen diesen Monat wirtschaftlich, nächsten Monat vielleicht unendlich Geld. Wäre ja auch eine Überlegung, wer das gerne sehen möchte. Aber ich würde erstmal sagen, bevor ich hier lang quatsche, fangen wir hier mal mit dem Gameplay an. Ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus in dem Spiel. Wer den Kanal schon länger verfolgt, der weiß, dass es, ich glaube, so 60, 70 Folgen SimCity 5 damals gab. Aber mit SimCity 4 hat eigentlich so meine Zockzeit angefangen, damals noch auf meinem alten Laptop. Und es ist bestimmt ziemlich cool, dieses Spiel wiederzubeleben. Ich würde einfach mal sagen, dass ich mich hier mal irgendwie reinfinde und kurz zu den Videos gesagt, also die sollen so zwischen 20 und 25 Minuten sein. Falls gerade irgendwas passiert, dann wird natürlich länger gemacht oder ja, auch mal knapp an die 20, 19 Minuten. So ist mal der Plan. Gut. Wie starte ich jetzt hier eigentlich? Ich weiß nicht, die Map gefällt mir nicht. Was ist das hier? Neue Region erstellen. Fange ganz vorn an und erstelle die Region deiner Träume. Aha. Lade eine der bekannten Regionen. Okay, was gibt's da? Das ist Berlin. Ach nee, das sind ja schon fertige, das will ich aber gar nicht. Nee, was gibt's noch? London. Okay, das sind alles große Felder. Hier ist ein ganz großes Feld. New York. Okay, was ist denn, wenn ich das jetzt selber erstelle? Regionsname, Let's Play. So. Anfängliches Gelände. Was ist, wenn ich jetzt Wasser mache? Region löschen. Ja, bitte.
Ja, das ist Tutorial, das ist mir klar. Was ist mit San Francisco? Oha! New York? Wie war das jetzt mal? Ja, Gut, da müssten wir dann halt... Wir haben hier den Fluss, wir hätten hier unten Brooklyn, aber das sind, glaube ich, alles kleine Felder. Aber... wie war Berlin? Berlin ist groß, gell? Kann ich das löschen? Okay, cool, weil dann würde ich gerne das hier löschen. Und ebnet das Gelände. Ugh. Oh, das ist blöd. Okay, vielleicht gehen wir doch zu London. sollen wir gleich auf so einem... Ach komm, wir fangen jetzt einfach hier an. So. Okay, wie? Oh, Gottes Willen, Gottes Willen. Okay, okay, langsam. Ich kenne die Steuerung gar nicht. Okay, wie fängt man jetzt eigentlich hier mal so an? Wie kann ich denn... Okay, also das ist immer in eine Richtung ausgerichtet. Ach du Scheiße. Okay, Name der Stadt kann ich leider nicht ändern. Schade eigentlich. Name der Stadt. Das ist jetzt Kartoffelhausen natürlich. So, und hier ist natürlich die Depotato. Der Bürgermeister. Schwierigkeitsgrad, Warnung, du kannst das Geländewerkzeug nicht mehr benutzen oder den Schwierigkeitsgrad ändern, wenn eine Stadt gegründet wurde. Vergewissere dich, dass du die gewünschten Landschaft erstellt und den richtigen Schwierigkeitsgrad gewählt hast, bevor du deine Stadt gründest. Sollen wir auf... Was ändert sich da? Ich probiere jetzt mal auf Mittel... Ich probiere mal auf Mittel. So. Okay. Wie ging das nochmal? ist jetzt kein Witz. Straßen bauen. Was habe ich hier? Autobahnen und Auffahrten. Oh. Ach ja, stimmt. Da war ja schon alles vorgefertigt, ne? Klicke. Um diese Überführung durch an die Maus. Okay, aber wie. Wie drehe ich denn? Mal. Huh! Was hab ich jetzt gemacht? Okay. Fuck! Hilfe! Hilfe! Erben ebenerdige Autobahn. Okay. Wie drehe ich das? Hallo? Ich klicke um diese Fuck! Wie drehe ich das? Verarsch mich nicht! Huh! Was hab ich jetzt gemacht? Okay. Okay. Landstraße, Allee, Straßen. Ich glaube, es waren, glaube ich, maximal so eine Viererreihe, was gebaut werden konnte. Also wenn ich jetzt mal so mache. Und dann eine Allee. Nee, wir nehmen erstmal eine Landstraße.
So, ich konnte doch hier auch irgendwie... Ne, ging nicht, gell? Kann ich das jetzt abbrechen? Ah. Ich konnte doch auch irgendwie in die Nachbarschaft bauen, glaube ich. Also, ich konnte... Ich konnte halt, ja, leck mir am Arsch, Mann. Ich konnte in die andere Gegend reinbauen, wenn ich mich richtig erinnere. So. Machen wir jetzt hier mal... Scheiße. Was ist das denn? Ah, okay, nur die ganz Großen konnte ich mit, Okay, wir machen es jetzt einfach mal so. Ich habe ja eh noch keinen Plan von dem Spiel. So. Ihr braucht Strom, ja, das ist mir klar. monatliche Kosten 50. Ich setz dich jetzt einfach mal hier hin. Dann fehlt euch bestimmt auch noch Wasser. Kann ich hier nicht auch irgendwo die Bodenschätze oder so? Übersicht. Unterirdische Modus verlassen? Nein. Oder erinnere ich mich da zu sehr an SimCity 5? Gottmodus zu öffnen. Nein, dass hier angezeigt wird, wo Wasser ist. Ach, stimmt, das war so. Jetzt erinnere ich mich. Huch, möchtest du eine Verkehrsanbindung zu SimNation erstellen? Verkehrsanbindung. Nee, eigentlich nicht. Was habe ich denn jetzt gemacht? Die Steuerung ist sehr außergewöhnlich. Okay, also ihr habt jetzt mal Wasser. Und ihr habt noch keine Anbindung. Aber ihr baut schon. Hä? Möchtest du eine Verkehrsverbindung zu SimNation erstellen? Verkehrsverbindungen sind der erste Schritt zum Handeln mit benachbarten Städten, Straßen und Eisenbahnverbindungen. Können die Nachfrage der Industrie in großen Städten erhöhen, da sie ein Mittel zum Fracht und so... Okay, ja. Jetzt kommt's so langsam wieder. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Industriegebiet. Konnte ich auch irgendwie... Man kann immer nur entweder im 90, im... im 90, 45 Grad Winkel oder... Ja, oder gar nicht bauen. Ja, klar. Was ist das Agrargebiet? Okay... Machen wir hier mal Agrargebiet und da drüben machen wir noch mal ein bisschen Industrie. So, dann brauchen wir einmal die Rohre da hinten.
Flop. So, hier war ja das Agrargedöns da. So. Und Strom braucht ihr da hinten natürlich auch. Deshalb kriegt ihr so eine Leitung darüber. Was ist das? Straßenfahrzeug-Trainingsmodus. Entschuldige, aber unsere ersten Versionen waren wohl falsch. Diese Mittel ist doch noch nicht verfügbar. Ich sag dir Bescheid, falls sich noch was tut. Fett! Was für Mission? Upsa. Dann machen wir hier mal kurz ein durchschnittliches Ding rein. Ah, okay, so konnte ich das Spiel damals verarschen. Jetzt weiß ich es auch wieder, okay. Du willst daran? Nee, das will ich aber nicht. Okay, die Nachfrage ist ziemlich hoch. Dann machen wir da mal noch weiter. Und setzen euch hier noch ein paar so Teile ran. Oh, was ist das? Straßenfahrzeug-Trainingsmission. In dieser Mission lernst du die grundlegende Autosteuerung kennen. Was? Wenn du sie vergisst, schau dir einfach das Statusfenster oben rechts auf dem Bildschirm an. Fahre den Wagen bis zum blinkenden Ziel, bevor die Zeit abgelaufen ist. Klicke auf Annehmen, um die Mission zu starten, oder auf Freifahrt, um einfach loszufahren. Mit der Taste Escape. Was? Annehmen? Wat? What? Ich kann da selber fahren? Okay, wir probieren es nochmal. Ach du Scheiße, was ist das? An das kann ich mich ja überhaupt nicht erinnern. Dass man da selber fährt, kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Ja, ist ja okay. Okay, lass ich das mal weg. Das ist ja geil. Hier kann ich die Steuern hochsetzen und alles. Ich brauche Geld. Meine Ausgaben sind höher. Warum sind denn die höher? Übersicht, Wasser. Nein. Nein, ich will wissen. Fuck! Ich will wissen, wo. Ich konnte doch. Ach, hier, wie hier Anforderungen. Nee, Energie. Okay, wir können Wasser deutlich nach unten machen. Auf die Hälfte und das machen wir mal auf 45. Das sieht doch gut aus. So, weil die da hinten.
Oh, da muss ja richtig auf Zack sein. Die da hinten brauchen noch was, habe ich gesehen. Zack. Ja, ich probiere mal die Mission jetzt nochmal. Das nervt mich jetzt. Ich darf nicht gegen so aufploppende Dinge. Was ist ein Shift? Aha, ach, da fahre ich nach der Straße. Okay. Ja, das ist natürlich einfacher. Weil das andere ist ein Offroad-Modus. Halt, wo muss ich denn überhaupt hin? Da, nach hinten. Hältst du? Sehr schön. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Komm, verpiss dich. Fahrzeugtraining ist eine gute Arbeit. Willst du andere anspruchsvolle Fahrzeugmissionen ausprobieren? Schau im Menü. Verdiene Fahrzeuge. Verdiente Fahrzeuge im Mein-Sim-Modus, um die verfügbaren Fahrzeuge zu sehen. Ein gelber Rahmen markiert die aktiven Missionen. Um die anderen Missionen freizuschalten, lies im Pop-Up-Text, welche Gebäude dir in deiner Stadt noch fehlen. Aha. Ach du Scheiße. Bürgermeister Villa. Hollywood-Schild. Erzeugter Müll und die Kapazitäten haben wir natürlich keine. Was ist denn mit der Polizei? Streifenwagen 0. Monatliche Kosten 125. Ach du Scheiße. Okay. Ich glaube, wir fangen erstmal mit einer Feuerwehr an. Das ist blöd, die nimmt ja nicht alles mit rein. Die platzieren wir jetzt mal hier. So, sehr schön. Gibt's Bus? Verschiedene Transportwege. Bushaltestelle, oh cool. Hauptstation. Parkhaus. Winziges. Was? Winziges Wasser statt den Hahn zu. Wasser, Wasser. Haben wir kein Wasser mehr? Doch, reicht doch noch ewig. Energie? Ja, passt auch. Sehr gut. Das Finanzamt scheint seine. Ja, mein Gott, ey. Dann würde ich ja fast schon eine Bushaltestelle hier reinmachen. Und dann einmal hier oben. Da ist ja noch gar nichts. Verbindet sich der jetzt automatisch? Ah, da fährt ein Bus. Aber es ist natürlich klar, wer in meine Stadt will. Fuck, wo war denn das jetzt? Wer in meine Stadt will, muss Maut zahlen. So. Oh, jetzt nehmen wir fast nichts mehr ein. Oh, was ist hier? Fuck? Was ist das?
Okay. Gut, also, wir haben den Anfang gemacht. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal auch wieder ein. Ich würde mich auf jeden Fall wieder freuen. Macht's gut, bis dahin.